So, also wir sind immer noch im Kapitel 1 und wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten kennengelernt, mit denen man Orientierungen und allgemein Orientierungen und Positionen von Objekten, von Endeffektoren im Raum beschreiben können. Wir haben gesehen, dass zwei Gruppen hier ganz wichtig für die Robotik sind. Das ist die SO3-Gruppe, das ist die Gruppe mit Elementen als 3x3 Matrizen, Rotationsmatrizen, die allgemeine Rotationen beschreiben können. Dann haben wir SE3 als die Menge von Rotationen und Translationen, also ein Vektor P, ein dreidimensionaler Vektor P und eine 3x3 Rotationsmatrix, sodass wir sowohl Translation als auch Rotation von einem Objekt im Raum oder von einem Punkt im Raum beschreiben können. Und natürlich diese heterogene Darstellung bei SE3 hat uns ein bisschen gestört, weil da müssen wir Vektor- und Matrix-Operationen separat oder gesondert behandeln. Ein Ausweg haben uns die homogenen Matrizen angeboten, wo wir in einer 4x4 homogenen Matrix sowohl die Rotation als auch die Translation darstellen können und somit bei allen Transformationen, die wir durchführen, auf Matrix-Operationen zurückgreifen können. Wenn wir zurückblicken auf die Rotationsmatrizen, dann haben wir gesagt, dass diese Rotationsmatrizen, 3x3 Rotationsmatrizen, natürlich redundant sind, weil ich habe 9 Elemente, um eine Rotation zu beschreiben, die man mit Hilfe von 3 Winkeln, eine der Euler-Winkeln, um lokale Achsen oder um globale Achsen machen kann. Und auf der anderen Seite sind diese 3x3 Rotationsmatrizen für uns Menschen schwierig zu interpretieren. Also wenn man mir sagt, dass dieses Objekt hat diese Rotation im Raum, 30 Grad um die X-Achse, 30 Grad um die Y-Achse und vielleicht 180 Grad um die Z-Achse, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn man mir eine 3x3 Matrix gibt und sagt, schau mal, diese 3x3 Matrix beschreibt die Orientierung von dieser Tasse im Raum, dann kann ich mir weniger als Mensch weniger darunter vorstellen. Außerdem haben wir gesehen, dass die Euler-Winkel, obwohl sie effizienter sind als jetzt 3x3 Rotationsmatrizen, numerisch instabil sind. Wir haben gesehen, dass in den Verläufen Unstetigkeiten auftreten, die eine kontinuierliche Interpolation von Orientierungen im Raum nicht ermöglichen. Und auf der anderen Seite haben wir den Gumball-Lock-Effekt kennengelernt, wo man bei dieser Darstellung ein Freiheitsgrad bei bestimmten Konfigurationen verliert. Und deshalb hat man sich immer mit der Frage beschäftigt, in der Mathematik, nicht nur in der Robotik, gibt es eigentlich andere Repräsentationen für Orientierungen ohne diese Nachteile? Also noch effizientere Repräsentationen, die diese Kinderkrankheiten nicht haben. Und die Antwort ist ja, und das ist möglich mit Hilfe von Quaternionen. Was sind Quaternionen? Quaternionen sind vereinfacht ausgedrückt eine Verallgemeinerung der komplexen Zahlen, sogenannte hyperkomplexe Zahlen. Geprägt wurden diese Quaternionen von Hamilton, also den Mathematiker Hamilton, den wir vielleicht kennen. Und die werden auch die Hamilton-Zahlen genannt, diese Quaternionen. Ganz wichtig und empfehlenswert für jeden, der sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich absolute Orientierungen im Raum beschreiben, und zwar auf eine geschlossene Art und Weise, in geschlossener Form, da kann ich diesen Artikel von Horn von 1987 empfehlen, in dem das Ganze sehr genau und sehr ausführlich beschrieben wird, wie man absolute Orientierungen mit Hilfe von Quaternionen im Raum, von Objekten, von Punkten relativ zueinander und so weiter und so fort berechnen kann. Aber wir wollen heute jetzt als nächstes schauen, wie man Orientierungen mit Hilfe von Quaternionen beschreiben kann. So, die Menge von Quaternionen, die wird normalerweise mit H bezeichnet, wird definiert als C plus CJ, wobei C ist die Menge der komplexen Zahlen.
Also diese C ist hier die Menge der komplexen Zahlen und wir wissen, bei jeder komplexen Zahl haben wir einen realen Teil und einen imaginären Teil. Und ich möchte alle bitten, jetzt hier Kommentare, die zu der Vorlesung hier nichts eigentlich bringen, im Chat zu lassen, ja? Damit wir hier für alle eine vernünftige Präsentation machen können, weil man kann sich vorstellen, ja, wenn hunderte Leute jetzt im Chat anfangen zu schreiben, du kannst den Link hier sehen und den Link hier sehen, du brauchst dann nicht mehr in meine Vorlesung zu kommen, du kannst nur Links in Wikipedia und so mal angucken und das war es. Und dann schauen wir mal, wie weit du damit kommst. Sorry, ja, dass ich das so offen hier sagen musste, ja. Ja, ich meine deinen Kommentar, ja. So, also Quaternionen, die Menge von Quaternionen H ist definiert als C plus CJ, wobei C ist die Menge C ist die Menge der komplexen Zahlen, wo wir für jede komplexe Zahl einen realen und einen imaginären Teil und wo wir wissen, dass wir dort ein I haben, diese komplexe Zahl I, wo wir I Quadrat gleich minus 1 haben. Das kennen wir alle und Quaternionen gehen jetzt noch einen Schritt weiter, wie man sieht hier. Und die fügen nochmal so ein J, wo J Quadrat gleich minus 1 und I mal J ist gleich minus J mal I. Und vieles mehr. Und Hamilton war auf der Suche eigentlich nach einer Möglichkeit der Erweiterung dieser komplexen Zahlen auf den dreidimensionalen Fall und hat diesen Begriff hat sie gefunden. Und zwar in der Form. Also ein Element Q, eine Quaternion aus H hat die Form A und dann ein Vektor U. A ist ein Skalar, wie man sieht, A aus R. Und U1, U2 und U3 sind die Komponenten von einem Vektor, dreidimensionalen Vektor, mit der Eigenschaft, dass K ist gleich I mal J. Ja, also wenn wir an die komplexen Zahlen denken, dann waren das A plus U1 mal I und jetzt haben wir U1 I plus U2 J plus U3 K. Ja, A ist der Realteil und der Imaginärteil ist ein Vektor bestehend aus drei Komponenten. Und natürlich gibt es hier einige Rechenvorschriften. Wir wissen, dass i Quadrat ist gleich minus 1. Wir wissen jetzt, dass j Quadrat ist gleich auch minus 1. Wir wissen, dass i mal j ist gleich minus j mal i. Und wir wissen, dass k ist gleich i mal j. Aber es gibt hier solche Rechenregeln für Quaternionen, ja, die ich hier nochmal darstelle in Form von einer Tabelle. Also wir haben natürlich die 1 für den Realteil und 3 imaginäre Teile für I und J und K. Und natürlich klar, I mal 1 mal J mal K ist das Gleiche. I mal I ist minus 1, wie wir wissen aus den komplexen Zahlen. Und J mal J ist minus 1. Und J und K mal K ist auch minus 1. Und I mal J mal K ist minus 1. Also man muss sich vorstellen, diese I, J und K, das sind so Einheitsvektoren in einem Koordinatensystem. Und da gelten diese Beziehungen, die hier in dieser Tabelle beziehungsweise durch diese Gleichungen hier angegeben sind. I mal J ist gleich minus J mal I ist gleich K und K mal I ist gleich minus I, K gleich J. Und das kann man sich auch ganz einfach herleiten. Also man braucht nicht mal diese Tabellen. Also I mal J ist gleich K und J mal K ist gleich I. Ja, I mal J ist gleich K, wie man sieht. Und J mal K ist gleich I. Und I mal J ist natürlich das Umgekehrte wie J mal I und so weiter und so fort. Aber für die Leute natürlich, die das auswendig lernen, also man bewegt sich hier in einem Ring, also J mal K ist gleich I, I mal J ist gleich K und I mal K, I mal I, I, I mal
I mal k ist gleich minus j, ja, weil man das hier in der Mitte sozusagen übersprungen hat. So, und damit haben wir jetzt eine Möglichkeit, mit der wir Orientierungen im Raum beschreiben können. Also das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja Orientierungen im Raum beschreiben. Und zunächst mal die Definition von einer Quaternion und dann wie bei den komplexen Zahlen ein paar Rechenregeln. Und diese Rechenregeln, die sind hier dargestellt. Auf der einen Seite, wenn wir zwei Quaternionen haben mit jeweils einem realen Teil A und B und imaginäre Teile U und V, dann können wir diese Quaternionen addieren, mit wie es hier dargestellt ist, Addition von den Realteilen, Addition der imaginären Teilen. Man kann ein Skalarprodukt dieser Quaternionen definieren, indem man die realen Teile miteinander multiplizieren und dann die imaginären Teile komponentenweise miteinander multipliziert, also V1 mal U1, V2 mal U2 und V3 mal U3. Ja? Also die Is, die werden hier nicht berücksichtigt bei der Definition von dem Skalarprodukt. So ist es definiert. Ja? Multiplikation von zwei Quaternionen, Q und R, natürlich, wo man diese zwei Klammern miteinander multiplizieren, also a mal b, a mal v1 mal i, a mal v2 mal j und so weiter und so fort und u1 v1 i Quadrat und wo man dann die Regeln von vorher auch nehmen kann und das Ganze auswertet und vereinfacht. Aber das sind ja ganz einfache Rechenoperationen, die man hier ausführen kann. Die man braucht, um die Multiplikation von Quaternionen durchführen zu können. Es gibt auch konjugierte Quaternionen, also zu jedem Quaternion definiert man eine konjugierte Quaternion und diese konjugierte Quaternion hat den gleichen Realteil, wie man sieht. Also wenn das unsere Quaternion mit dem Realteil A und mit den drei imaginären Teilen dargestellt durch U hier, dann haben wir eine konjugierte Quaternion, die ist nichts anderes als a und minus q. Von jeder Quaternion oder für jede Quaternion definiert man eine Norm und diese Norm ist nichts anderes als der Wurzel aus der Multiplikation der Quaternion mit der konjugierten Quaternion. Beziehungsweise, wenn man das berechnet, dann ist es nichts anderes als Wurzel aus der quadratischen Summe aller vier Komponenten einer Quaternion. Und das ist ganz wichtig. Wir werden gleich hier Einheitsquaternionen betrachten. Und diese Einheitsquaternionen haben natürlich die Eigenschaft, dass die quadratische Summe aller vier Komponenten hier 1 ist. Also a Quadrat plus u1 Quadrat plus u2 Quadrat plus u3 Quadrat gleich 1. Und von jeder Quaternion kann man eine Inverse definieren, die ist nichts anderes als die konjugierte Quaternion definiert durch die Norm dieser Quaternion. So, nun, warum machen wir uns das Leben schwer? Weil wir Rotationen mithilfe von Quaternionen beschreiben können. Also wir wollen ein Vektor P als Quaternion zunächst mal beschreiben. Vektor P, wie wir wissen, kann definiert werden im kartesischen Raum als XYZ transponiert. Das heißt, unser Quaternion Q, der diesen Vektor beschreibt, ist nichts anderes als 0 und P. Ja, das heißt, der Realteil ist 0 und der Imaginärteil, das ist der Vektor P mit den drei Komponenten. Wir wollen Einheitsquaternionen berücksichtigen. Einheitsquaternionen, also Q mit einem realen Teil und einem imaginären Teil 0. Es existiert eine Einbettung von SO3 nach H. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, Rotationen mit Hilfe von Quaternionen zu beschreiben, dann muss natürlich irgendwie diese SO3 eingebettet sein in diesen Raum der Einheitsquaternionen, was ich mit S3 hier bezeichnet habe. Das heißt,
Diese Einheitsquaternionen hier, die bilden eine Gruppe mit allen Eigenschaften einer Gruppe, die wir aus der Algebra kennen, also Assoziativgesetz, Existenz von einem Nullelement, Existenz eines Inverselement, ja, mit der Eigenschaft, dass Quaternionen aus dieser Gruppe hier, aus dieser Gruppe der Einheitsquaternionen, die Eigenschaft haben, dass q Quadrat gleich 1, ja, also die Norm gleich 1, und die Norm haben wir definiert, das heißt die Summe hier von den von den vier Elementen hier zum Quadrat ist gleich 1. So, damit können wir jetzt schauen, wie wir Rotationen beschreiben, und zwar Rotationen um beliebige Drehachsen im Raum. Ja? Das heißt, wenn wir eine Rotation haben, die wir durch eine bestimmte Drehachse im Raum A, wo wir annehmen können, dass die Norm von dem Vektor A 1 ist, und natürlich einen Drehwinkel. Wir können jede Orientierung im Raum durch eine Rotationsachse, also Drehachse, und einen Drehwinkel beschreiben. Dann sagt uns die Theorie, dass wir diese Rotation beschreiben können als Quaternion der Form Q ist gleich Cosinus Phi halbe. Ja, also der Realteil ist Cosinus, und zwar von der Hälfte von diesem Drehwinkel Phi. Und der Imaginärteil ist der Vektor A, also die Drehachse, das ist ein dreidimensionaler Vektor, und zwar skaliert mit Sinus Phi halbe auch. Wie man dazu kommt, da will ich darauf hier jetzt nicht eingehen, aber das ist die allgemeine Beschreibung, wie man Quaternionen nutzen kann, um die Rotation um eine Drehachse Alpha und einen Drehwinkel Phi hier beschreiben zu können. Jetzt wollen wir einen Punkt mit Hilfe von einer Quaternion Q rotieren, und diese Rotation von einem Punkt mit Hilfe von einem Quaternion ist immer beschrieben durch die Multiplikation von diesem Quaternion mit dem Punkt und dann mit der inversen Quaternion. Da Q ist aber die Einheitsquaternion ist, wissen wir, dass die inverse Quaternion nichts anderes als die konjugierte Quaternion ist. Damit gilt für unsere Transformation, also für die Rotation von einem Punkt V mit Hilfe von dem Quaternion Q, nichts anderes als Q mal V mal Q Stern, also konjugierte Quaternion. Und wir haben gesehen bei Rotationsmatrizen, das ist ja eine Beschreibung, die liefert uns die Mathematik. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Ich habe auch nichts bewiesen. Für die Leute, die Interesse haben, die können natürlich in den entsprechenden Vorlesungen der Mathematik gehen, der Zahlentheorie beispielsweise oder der projektiven Geometrie, und können die mathematischen Hintergründe hier zu diesen Beschreibungen genauer angucken und verstehen. Darauf hier in der Vorlesung einzugehen, würde den Rahmen dieser Vorlesung bei weitem sprengen. Aber wir wissen jetzt also, mit Hilfe von dieser Beschreibung von einer Quaternion können wir die Rotation um eine Achse A, um einen Winkel Phi beschreiben. Ja, das sind wie unsere Rotationsmatrizen, die wir kennengelernt haben. Und wir haben gesehen, wir haben nicht nur eine einzige Rotation, sondern uns interessieren oft auch Verkettungen von Rotationen. Deshalb ist die Frage, kann man das auch bei Quaternionen machen? Kann man eine Verkettung von Rotationen mit Hilfe von Quaternionen beschreiben? Deshalb gucken wir uns zwei Quaternionen, Q und R. Q ist eine Cosinus-Rotation um den Winkel Phi Q halbe, und dann natürlich den entsprechenden imaginären Teil UQ und dann Sinus Phi halbe, und eine weitere Quaternion R gegeben durch Cosinus Phi R halbe und dann UR Sinus Phi R halbe. Die Rotation mit einer Quaternion, das ist ein Fehler hier auf der Folie, ist dann nichts anderes als Q mal V mal Q Stern, wenn wir Einheitsquaternionen betrachten. Und das ist, was wir machen für unsere Rotationen. Und die Rotation mit der Quaternion R ist nichts anderes als R
also Rotation von einem Punkt V, nichts anderes als die Multiplikation von R mal V mal R konjugiert. Ja? Und was bedeutet das, die Verkettung von diesen zwei Rotationen hier? Die bedeutet nichts anderes als die Multiplikation von den beiden Quaternionen. Also der Quaternion Q und Quaternion R. Ich weiß, dass das Ganze ein bisschen trocken ist und wir werden in den Übungen natürlich Visualisierungen und Beispiele auch kennenlernen, wie man Quaternionen benutzen kann. Und die sind sehr mächtig, um zum Beispiel Rotationen, Rotationsachsen und so weiter, beliebige Rotationsachsen zu beschreiben. Und da werden wir in den Übungen auch Beispiele sehen, wie man zum Beispiel zu einer Rotation, gegeben durch eine Rotationsmatrix, die gehörigen Quaternionen berechnet, beziehungsweise aus einer Quaternion die Rotationsmatrix und wo man auch aus der Rotationsmatrix, wie wir auch wissen, auch die Eulerwinkel und so weiter berechnen kann. Also alle diese Repräsentationen sind natürlich ineinander überführbar. Hier will ich nur ein einfaches Beispiel, nur um zu zeigen, wie man damit umgeht, zeigen oder bringen. Und zwar, wir wollen einen Punkt, ein Punkt B ist gegeben mit 1, 0, 9. Und diesen Punkt B wollen wir um die Drehachse 1, 0, 0, einfach damit wir jetzt hier nicht so viel rechnen und das Ganze soll nur zur Veranschaulichung hier, wenn es darum geht, natürlich echt mit den Sachen zu arbeiten, programmiert man sie auch, aber dazu hat man jetzt das komplette Wissen, was notwendig ist, um sowas zu programmieren. Wir wollen diesen Punkt also um die Drehachse Alpha mit Winkel 90 Grad drehen. Dann gehen wir Schritt für Schritt. Zunächst mal müssen wir diesen Punkt P als Quaternion darstellen. Also Darstellung von P als Quaternion und man sieht hier, das ist zwar ein Punkt im kartesischen Raum, aber das wird dargestellt mit Hilfe von einem Quaternion, wo der Realteil 0 ist. Und das ist ganz wichtig an der Stelle hier, wir suchen nach Möglichkeiten, um Orientierungen im Raum zu beschreiben. Also nicht Translationen, sondern Orientierungen. Das war die Motivation und das war der Ausgangspunkt. Also bessere Darstellungsmöglichkeiten für Orientierungen statt 3x3 Rotationsmatrizen oder statt Eulerwinkel. Ja? Deshalb dieser Punkt hier wird dargestellt als Quaternion mit dem Realteil 0 und die einzelnen Komponenten von dem Vektor sind nichts anderes als die Koeffizienten von diesen Einheitsvektoren i, j und k. Also 1 mal i, 0 mal j plus 9 mal k. Rotationsquaternion, wie wir gesehen haben, ist nichts anderes als Cosinus phi halbi. Ja, also Cosinus phi halbi, das ist unser Rotationsquaternion, das ist die Darstellung von dem Punkt B als Quaternion. Und unser Rotationsquaternion ist immer eine Cosinus phi halbi plus natürlich die Rotationsachse A, die ist 1, 0, 0, multipliziert mit Sinus phi halbi. Also die Rotationsachse ist 1, 0, 0 und multipliziert mit Sinus phi halbi. Die konjugierte Quaternion ist nichts anderes als das gleiche mit Minus. Ja, ich habe absichtlich hier die 0j und die 0k mitgeschleppt, damit man sieht, dass man bei einer konjugierten Quaternion die Vorzeichen der imaginären Teile umdrehen muss. Und die Rotation von V um diese Achse, um diesen Winkel, bedeutet eigentlich nichts anderes als die Multiplikation von der Quaternion Q mit V und mit der konjugierten Quaternion. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich Q, die ist Cosinus 45 Grad plus 1i, also plus i mal Sinus 45 Grad, multipliziert mit dem Punkt V, ja, der nichts anderes als 1i plus 9k und dann mit der konjugierten Quaternion Cosinus 45 Grad minus Sinus 45 Grad mal i. Wenn man das alles berechnet hier, dann kommt man auf diesen Ausdruck 0 plus 1i minus 9j plus 0k. Und aus den Koeffizienten hier von diesen Vektoren i, j und k kann man den rotierten Punkt ablesen. Das heißt, der Punkt P 1, 0,
9 rotiert um diese Drehachse 1, 0, 0 um 90 Grad, ist nichts anderes als 1 minus 9 und 0. Und natürlich müssen wir hier beachten, dass die Multiplikation von Quaternionen nicht kommutativ ist, weil I mal J ist nicht das gleiche wie J mal I, wie wir vorher bei den Rechenregeln gesehen haben. So, was ist der Vorteil davon? Der Vorteil davon, dass wir eigentlich ganz einfache Rechenoperationen haben. Wir haben nur Multiplikationen, wir müssen keine Matrix-Multiplikationen durchführen und wir können auf diese einfache Art und Weise Rotationen um beliebige Achsen hier im Raum durchführen. Natürlich ist das hier ein einfaches Beispiel mit 1, 0, 0 als Drehachse, aber man kann sich das nur zur Vereinfachung zur Veranschaulichung der Vorgehensweise, aber man kann sich vorstellen, dass diese Drehachse beliebig schräg im Raum sein kann. Was haben wir davon? Also wir haben eine sehr kompakte Darstellung zur Darstellung von Rotation, von Orientierungen im Raum. Wir brauchen nur 4 Werte im Vergleich zu 9 bei Rotationsmatrizen. Also der Realteil und die 3 imaginären Teile. Naja, die sind noch anschaulich, weil diese Komponenten I, J und K sind nichts anderes als irgendwelche oder die Koeffizienten nichts anderes als Winkel um bestimmte Achsen im Raum. Und die Verkettung ist auch möglich, wie bei Rotationsmatrizen. Und wir werden sehen, dass diese Darstellung von Rotationen sehr vorteilhaft bei der Lösung eines bekannten Problems in der Robotik, also das Problem der inversen Kinematik, verwendet werden können. Wir werden das im nächsten Kapitel hier behandeln. Kein Gimbal-Effekt und die Repräsentationen sind stetig. Ja, also keine Sprünge wie bei den Euler-Winkeln, die wir vorher gesehen haben. Wie man hier sieht, das gleiche Beispiel mit den Gelenkwinkeln, zum Beispiel Unterarmdrehung und Handgelenk bei der Einschenkbewegung in die Tasse, wo wir sicherstellen wollen, dass diese Interpolation kontinuierlich erfolgt und dass der Roboter nicht aus irgendeinem Grund von plus Pi auf minus Pi kommt, um zum Beispiel die Bewegung auszuführen. Und man sieht hier, dass die Quaternionen, also das sind Q0, Q1, Q2 und Q3, das sind die vier Elemente einer Quaternion, kontinuierlich über den gesamten Bewegungsraum der 3 Achsen. Das ist das gleiche Beispiel, was wir vorher bei den Euler-Winkeln gesehen haben. Der Nachteil natürlich, damit können wir nur Rotationen beschreiben. Also lasst euch nicht verirren oder irritieren. Wir haben zwar 4 Parameter mit einem realen Teil und 3 imaginäre Teile, aber damit können wir nur eine Orientierung im Raum beschreiben. Und ganz wichtig, wir benutzen nur Einheitsquaternionen und diese Einheitsquaternionen haben natürlich die Eigenschaft, dass die Summe der Quadrate von allen 4 Elementen, ja, von dem Realteil und 3 imaginären Teilen immer gleich 1 ist. Das heißt, die sind nicht immer unabhängig voneinander. Wenn man eins von diesen Werten verändert, dann werden sich die anderen so verändern, dass die quadratische Summe von diesen 4 Termen immer 1 bleibt. So, wie ich bereits erwähnt habe, das ist natürlich ein Vorteil, dass man hier eine kontinuierliche Repräsentation von Orientierungen hat. Aber die Frage ist, wenn jetzt Orientierungen als Quaternionen angegeben sind, wie soll ich diese Orientierungen interpolieren? Ja, damit wir zum Beispiel diese Einschenkbewegung realisieren können oder damit wir andere Bewegungen, kontinuierliche Rotationen zwischen 2 Orientierungen zum Beispiel mit Hilfe von Quaternionen beschreiben können. Und das will ich hier an der Stelle mal bringen, weil ich halte das für wichtig und was in wenigen Robotik, also einführende Vorlesungen der Robotik auch behandelt wird, obwohl das eine zentrale Sache und ein Problem, in dem viele Etappen, ja,
Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen im Rahmen von irgendeiner Master- oder Bachelorarbeit. Das heißt, wir wollen Interpolation mit Hilfe von Quaternionen, weil diese Quaternionen sehr gut geeignet sind für die Darstellung von Orientierungen und die sind kontinuierlich. Das heißt, wir können mit denen interpolieren, aber wir wollen schauen, wie das funktioniert. Also, wir haben ein Objekt hier zum Zeitpunkt t gleich 0. Und zum Zeitpunkt t plus 1 wollen wir, dass dieses Objekt kontinuierlich in diese Richtung zeigt oder diese Orientierung hat. Also das Ziel ist eine kontinuierliche Rotation zwischen den zwei Rotierungen, 90 und 45 Grad. Wir wissen, Euler-Winkel sind problematisch. Rotationsmatrizen haben viele Freiheitsgrade, die man berücksichtigen muss, um zum Beispiel eine kontinuierliche Rotation, Interpolation der Rotation zu erreichen. Aber mit Hilfe von Quaternionen kann man auf eine sehr elegante und sehr gute Art und Weise machen. Und zwar mit Hilfe von SLURP, Spherical Linear Interpolation. Und diese Spherical Linear Interpolation, die ist eigentlich ähnlich zu dem, was wir vorher für die Darstellung von einem Punkt auf einer Geraden kennen. Ja, wo wir gesagt haben, wenn t gleich 1 ist, dann sind wir bei b und wenn t gleich 0 sind, dann sind wir bei a und wenn t ist etwas zwischen 0 und 1, dann sind wir irgendwo in der Mitte zwischen den Anfang und Start von dieser Geraden und hier auf eine ähnliche Art und Weise sind wir irgendwo zwischen dieser Nullorientierung und dieser 45-Grad-Orientierung. Und diese SLURP-Interpolation, die nutzt man, um von Q1, also das sind jetzt zwei Quaternionen, Q1 und Q2, und wir wollen zwischen denen interpolieren, also das sind die Quaternionen, die Orientierungen zum Zeitpunkt T0 und die Orientierung zum Zeitpunkt T1 beschreiben. Und diese SLURP-Interpolation ist definiert, wie man hier sieht, als Funktion von den beiden Quaternionen, die Start- und Endorientierung beschreiben und natürlich den Parameter t. Und zwar als Q1 multipliziert mit dem Inversum von Q1 mal Q2 und das Ganze hoch t. Ja, also das Ganze hoch t, das ist ja ein Potenz von ein Potenz der Multiplikation von der Quaternion Q1 Inversi mal Q2. Das werden wir in der Vorlesung nicht behandeln, sondern wir werden auf eine direkte Formulierung dieser SLURP-Interpolation eingehen. Die Leute, die Interesse haben, die sollen die tiefer führenden, sehr, sehr tiefer führenden Vorlesungen der Mathematik mal besuchen. Ja. Wir wollen aber eine direkte Formulierung dieser Interpolation verwenden, wo die Interpolation zwischen zwei Quaternionen Q1 und Q2 mit dem Parameter t aus dem Intervall 0 und 1 gegeben ist mit Hilfe von diesen trigonometrischen Funktionen, wie man sieht, Sinus 1 minus t mal Theta durch Sinus Theta multipliziert mit Q1 plus Sinus t Theta durch Sinus Theta multipliziert mit Q2 und wo praktisch der Winkel zwischen den zwei Quaternionen durch Cosinus Theta angegeben ist. Also das Skalarprodukt hier zwischen diesen zwei Q1 und Q2 ist Cosinus Theta. Und das Ergebnis von dieser direkten Formulierung ist eine Rotation zwischen dem Start, der Startorientierung, repräsentiert mit Quaternion 1 und Zielorientierung oder Endorientierung, repräsentiert durch Quaternion 2 mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit. So, da werden wir in den Übungen auch hier Beispiele berechnen und schauen, wie man tatsächlich damit arbeitet und das nutzt, um diese Rotation oder Interpolation von Rotationen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit erreichen kann. Welche Probleme hat man? Das Problem, was wir jetzt haben, dass Orientierungen im SO3, die wir durch 3x3 Rotationsmatrizen beschreiben können, durch Einheitsquaternionen doppelt abgedeckt werden. Warum? Weil die Einheitsquaternionen Q und minus Q der gleichen Rotation entsprechen.
Ja, wenn der unsere Definition von der Rotation von einem Quaternion R, dann ist es Q mal R mal Q konjugiert. Ja, und das bedeutet eigentlich, die Rotation von V um Q entspricht der Rotation von V um minus Q. Das ist, was ich gerade erwähnt habe. Das heißt, das ist die Rotation, so ist sie definiert. Und egal, ob ich Q oder minus Q habe, die beiden Vorzeichen, die heben sich auf. Und somit habe ich praktisch die Einheitsquaternionen zweimal. Das heißt, ich kann die gleiche Rotation mit Q bzw. minus Q realisieren. Und deshalb berechnet diese Slope-Interpolation, die wir kennengelernt haben, nicht immer die kürzeste Rotation. Das heißt, man muss immer prüfen, ob die Rotation von Q1 zu Q2 oder minus Q1 zu Q2 oder Q1 zu minus Q2 kürzer ist als die Interpolation, die Slope-Interpolation generiert bzw. berechnet. So, auf diese Art und Weise haben wir also jetzt eine Möglichkeit, mit der wir Orientierungen, Rotationen im Raum beschreiben können durch einfache Operationen, keine Matrix-Operationen wie bei 3x3 Matrizen, keine Unstetigkeiten. Wir können kontinuierlich interpolieren mit konstanter Winkelgeschwindigkeit zwischen zwei beliebigen Orientierungen, und das löst natürlich viele der Probleme, die Rotationsmatrizen oder Euler-Winkel haben. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass diese Quaternionen natürlich nur die Orientierung für uns betrachten. Das heißt, wir sind einen Schritt zurück. Das, was wir erreicht haben mit den homogenen Matrizen, wo wir sowohl Rotationen als auch Translationen mit Hilfe von einer einzigen 4x4 homogenen Matrix mit insgesamt 12 nicht trivialen Größen, also wenn man die letzte Zeile von dieser homogenen Matrix weglässt, diesen Vorteil haben wir jetzt hier nicht, weil die Quaternionen, die ermöglichen uns nur Rotationen bzw. Orientierungen, aber nicht Translationen zu beschreiben. Aber wie ich immer gesagt habe oder sagen werde oder nochmal sage, die Mathematik hat Lösungen für so viele Sachen, von der wir vielleicht jetzt Ingenieure, Informatiker nicht immer wissen. Ja? Das heißt, das lässt man nicht so einfach stehen, sondern man hat jetzt oder man kann mit Hilfe von dualen Quaternionen, ja, dieses Problem oder diese Einschränkung von Quaternionen lösen. Also reale Quaternionen eignen sich für die Beschreibung der Orientierung, aber nicht zur Beschreibung der Position, weil die Translation fehlt. Die Idee, die die Mathematiker hier haben, ist, dass man sagt, man ersetze die vier reellen Werte einer Quaternion durch Dualzahlen. Also wir wissen, jede Quaternion hat vier reelle Zahlen, also a und dann die Koeffizienten von i, j und k. Das sind vier reelle Zahlen. Und jede dieser reellen Zahlen wird jetzt durch eine Dualzahl ersetzt, damit wir unser Problem hier, also die gleichzeitige Darstellung von Orientierung und Translation, also Orientierung und Position, beziehungsweise Rotation und Translation, in einem einzigen Konstrukt machen können. Das heißt, man erhalte so zusätzliche translatorische Komponente durch die Ersetzung der vier reellen Werte einer Quaternion durch Dualzahlen, um auch die Position eines Objekts ausdrücken zu können. Aber was wir nicht kennen, ist, was sind duale Zahlen? Ja, also wir haben jetzt die komplexen Zahlen x plus i y. Jetzt haben wir die Quaternionen kennengelernt, also Verallgemeinerung der komplexen Zahlen. Und jetzt in dieser Verallgemeinerung der komplexen Zahlen ersetzen wir jeden der vier reellen Werte durch eine duale Zahl. Und eine duale Zahl hat die folgende Form. Eine Dualzahl hat einen Primärteil P und einen Sekundärteil S.
und dieses y hier, wobei y Quadrat gleich 0 ist. Ja, also wir bewegen uns jetzt in Zahlentheoriebereich, aber das sind natürlich vereinfachte Definitionen von diesen Zahlen, damit wir nur hier, damit ich euch hier nur zeigen kann, wie man diese mathematischen Methoden nutzen kann, um in der Robotik was Sinnvolles zu machen. Ja? Ähnlich wie bei den komplexen Zahlen lassen sich bei den Dualzahlen auch ähnliche Operationen definieren. Ja? Also wenn wir jetzt eine Dualzahl D1 mit B1 plus YS1 und eine Dualzahl D2 mit B2 plus YS2, dann können wir sie addieren und können wir sie miteinander multiplizieren, bekommen wir das hier. So, jetzt, das sind die dualen Zahlen und wie sehen dann unsere Dualquaternionen aus? Unsere Dualquaternionen sind dann natürlich solche Vierertuppel, D1, D2, D3 und D4. Also wir ersetzen alle Komponenten von einer Quaternion durch eine Dualzahl, wobei diese D ist immer ein P plus YS und somit haben wir ein Dualquaternion der Form, wobei die D ist, wie es hier steht. Und dieser Real- oder Primärteil hier enthält, also bei dem Quaternion, der Realteil bei einer Quaternion hat eigentlich Cosinus Phi halbe enthalten, ja, für die Rotation. Und hier genauso der Primärteil, dpi enthält Theta halbe, also die Hälfte von dem Drehwinkel. Und der Sekundärteil, ds, enthält die Hälfte von der Translationslänge. Ja? Natürlich haben wir hier jetzt nochmal i, j und k, die wir kennen von den verallgemeinerten komplexen Zahlen, also von den Quaternionen. Dazu kommt natürlich unser y die durch die Definition von dualen Zahlen gegeben ist. Und entsprechend gibt es auch Rechenvorschriften. Es gibt also eine Multiplikationstabelle für duale Quaternionen. Und wenn wir das Ganze hier angucken, also die ersten Teile hier dieser Tabelle mit 1ijk, das ist, was wir bei Quaternionen gesehen haben, wo wir gesagt haben, j mal j ist gleich minus 1, i mal i ist gleich minus 1 und so weiter. Aber natürlich braucht man bei dieser Definition hier Rechenregeln, die uns sagen, was bedeutet es eigentlich y mal j? Oder was bedeutet y mal i? Wir wissen, y Quadrat ist gleich 0, deshalb ist der ganze Teil hier von unserer Matrix oder von dieser Rechenvorschriftstabelle 0. Und hier i mal y mal i ist natürlich i Quadrat mal y und i Quadrat mal y ist minus y. So. Das heißt, die ganze Mathematik, die ganzen Rechenvorschriften haben wir hier bereits beziehungsweise sind gegeben durch diese Multiplikationstabelle für duale Einheitsquaternionen. Duale Einheitsquaternionen, das heißt Einheitsquaternionen, die wir erweitert haben auf dual. Ja? Indem wir jede der Komponenten von einer Einheitsquaternion durch jede der vier reellen Komponenten einer Einheitsquaternion durch eine Dualzahl ersetzen. So, schauen wir uns mal Beispiele, ja, oder wie wir damit jetzt zunächst mal arbeiten. Wir wollen mit Hilfe von, warum wir das machen, wir wollen sowohl Rotationen als auch Translationen damit beschreiben. Also Rotation um eine Achse A mit dem Winkel Phi, das ist nichts anderes als das. Das können ja die Quaternionen. Da brauchen wir nichts Duales dazu. Das haben wir schon. Das heißt, um eine Rotation zu beschreiben, kennen wir das. Das ist unser Cosinus Phi halbi. Wir rotieren um Phi, deshalb Cosinus Phi halbi und A Sinus Phi halbi. Und das ist nichts anderes als der Primärteil der dualen Quaternion. Und hier, der Sekundärteil ist natürlich 0.
Weil wir wissen, das geht ja nur mit Quaternion. Da brauchen wir nur eine Quaternion, brauchen wir nicht die zusätzliche Information, die man durch eine duale Quaternion bekommt. Aber ein Translationsvektor, und deshalb haben wir duale Quaternionen eingeführt, wenn wir diese Translation hier durchführen wollen, dann haben wir hier eine 1 bei dem Realteil des Primärteils von der dualen Quaternion und haben wir Y und dann die Hälfte von den Translationen hier als Komponenten hier von dem Sekundärteil der dualen Quaternion. Und das Ganze kann man kombinieren. Das heißt, wir wollen rotieren und dann Translation durchführen oder Translation und dann Rotation durchführen. Das kann man hier kombinieren, indem man sagt, okay, die gesamte Transformation hier, die duale Quaternion, die für mich sowohl die Rotation um den Winkel phi um die Achse a, als auch die Translation von einem Punkt oder einem Ursprung von einem Koordinatensystem oder eines Vektor um tx, ty und tz kann ich zusammenfassen mit Hilfe von dieser Qt. Q groß T ist gleich Q Translation mal Q Rotation. Das heißt, eine Transformation T mit einem rotatorischen Teil R und einem translatorischen Teil T kann man als eine duale Quaternion beschreiben, also Multiplikation von diesen zwei dualen Quaternionen. Und diese Transformationen wird auf einen Punkt P, was dargestellt ist als eine duale Quaternion, wie folgt angewandt. Genauso wie bei den Quaternionen, wenn wir einen Punkt haben und wir wollen diesen Punkt rotieren um eine bestimmte Achse, dann müssen wir zunächst mal diesen Punkt als Quaternion darstellen. Hier müssen wir natürlich einen gegebenen Punkt, den wir transformieren wollen, als duale Quaternion darstellen. Und das macht man wie folgt, indem man natürlich den Punkt P, dargestellt als duale Quaternion, multipliziert mit der gesamten Transformation Qt und dann natürlich mit der konjugierten dualen Quaternion. Mit diesen Rechenvorschriften hier, dass natürlich die konjugierte Transformation hier, die konjugierte duale Quaternion hier von Qt mal Qr ist QR konjugiert mal QT konjugiert. Und eine konjugierte duale Quaternion, natürlich analog zu dem, was wir bei Quaternionen kennengelernt haben, ist nichts anderes als die konjugierten Teile, also das ist der Primärteil, das ist der Sekundärteil, die sind beide Dualzellen, ja. Und diese Dualzahlen müssen konjugiert werden, wenn wir die konjugierte duale Quaternion berechnen, statt ein plus y, ein minus y und s muss auch konjugiert werden. Also darauf muss man achten, wenn man das implementiert oder realisiert oder verwendet. Jetzt gucken wir mal ein akademisches Beispiel, ja, also wie man das verwendet. Wie gesagt, wir werden weitere Beispiele in der Übung am Donnerstag kennenlernen. Oder das nächste Mal kennenlernen. Hier ein Beispiel. Wir wollen einen Punkt P, ist gegeben, kartesisch, wie wir das kennen, als 4, 5, 3, 4, 5. Die Drehachse ist die gleiche Achse, die wir vorher gesehen haben bei unserem Beispiel mit den Quaternionen. Wir haben einen Drehwinkel von 180 Grad und wir sollen diesen Punkt transformieren mit einer Translation um 4. 2 und 6 machen. Und die Vorgehensweise, also mehr oder weniger der Algorithmus, wie man das realisiert, zunächst mal diesen Punkt B als duale Quaternion darstellen. Und der Punkt B als duale Quaternion ist nichts anderes als 1 plus natürlich die Komponenten hier. Rotation als duale Quaternion, das heißt, wir müssen diese Rotation hier als eine duale Quaternion beschreiben. Deshalb ist es Cosinus phi halbi und dann 1 mal i mal Sinus phi halbi und 0, 0 ist gleich insgesamt, wenn man das berechnet, Cosinus phi halbi ist gleich 0. Also Cosinus 90 Grad ist 0 und Sinus 90 ist 1, deshalb ist insgesamt i.
Translation als duale Quaternion 1 plus die Translation ist 2ij plus 1i i plus 1, Entschuldigung, 2y plus 1 y plus 3 yk. Und dann die Kombination ist natürlich die Translation multipliziert mit der Rotation, dargestellt als duale Quaternion. Und wenn man das Ganze hier berechnet, kommt Folgendes hier raus. So, das heißt, zunächst mal haben wir nur diesen Punkt jetzt hier dargestellt als eine duale Quaternion. Und jetzt müssen wir natürlich diese duale Quaternion hier nehmen. Wir müssen die konjugierte duale Quaternion berechnen. Die konjugierte duale Quaternion, wie wir wissen, ist minus, also Vorzeichen alle umkehren. Und die Transformation von diesem Punkt V, ja, was wir hier berechnet haben, durch diese duale Quaternion QT, ist gegeben durch QT mal VD mal konjugierte QT. Und wenn man das Ganze hier miteinander multipliziert, dann bekommt man Folgendes. 1 plus 7yi minus 2yj plus 1k. Und daraus kann man den transformierten, also sowohl rotierten als auch translatorisch verschobenen Punkt B als 7 minus 2 und 1. So, das ist also unser Ergebnis. Man kann natürlich das Ganze prüfen, wenn wir jetzt hier diesen Punkt rotieren um die x-Achse mit phi ist gleich, das ist ja unsere x-Achse, deshalb können wir das ganz einfach prüfen. Wenn wir unsere Rotationsmatrix um die x-Achse mit phi gleich 180 Grad einsetzen, dann bekommen wir den Punkt, wenn wir eine Translation um 4, 2 und 6 hier durchführen, dann bedeutet das eigentlich, dass wir diesen rotierten Punkt zudem noch das hier addieren und wenn wir das hier zusammenrechnen, dann kommen wir auf das gleiche Ergebnis von 7 minus 2 und 1. So, damit haben wir natürlich eine sehr umständliche Art und Weise, wie wir damit umgehen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, es geht darum, dass man diese Zusammenhänge einmal programmiert, implementiert und dann kann man das nutzen. Und kann man sowohl die Vorteile von Quaternionen nutzen, das heißt kontinuierliche Interpolation, nicht so viel Redundanz wie Matrizen, einfache Rechenoperationen, also keine Matrixmultiplikation und so weiter und so fort. Und zusätzlich hier mit den Dualquaternionen kann man nicht nur Rotation, sondern auch Translation beschreiben. Das heißt, da hat man natürlich vieles erreicht und viele der Probleme, die bei anderen Darstellungsformen existieren, eliminiert. Also, die dualen Quaternionen sind zur Lagebeschreibung von einem Objekt. Lagebeschreibung, das heißt Position und Orientierung von einem Objekt. Operationen erlauben auch alle benötigten Transformationen. Wir haben eine geringe Redundanz, da brauchen wir nur 8 Werte. Also wir haben ja die 4 Werte der Quaternionen ersetzt durch jeweils eine duale Zahl, also insgesamt 8 Werte. Und wenn wir vergleichen mit den homogenen Matrizen, mit denen es möglich war, Rotationen und Translationen auf einmal zu beschreiben, da hatten wir dort 12 Werte. Außerdem hat man hier eine geringere Anzahl von Rechenoperationen und diese Rechenoperationen, die sind einfach. Die sind reine Multiplikationen im Gegensatz zu Matrix-Operationen, wo man eventuell auch Matrix-Invertierung machen muss, obwohl natürlich die Invertierung, wie wir gesehen haben, nicht so dramatisch wie bei einer normalen Matrix-Invertierung, weil bei den Rotationsmatrizen und homogenen Matrizen die Invertierung doch auf einfachere Rechenoperationen zurückgeführt werden kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich vorteilhaft, weil man nicht Kontinuitäten, nicht Tätigkeiten der Repräsentationen von Orientierungen nicht hat und gleichzeitig in den gleichen algebraischen Strukturen sowohl Rotation als auch Orientierung beschreiben kann. Der Nachteil ist schwierig für den Anwender.
eine Lage durch die Angabe von dualen Quaternionen zu beschreiben. Also wenn man mir jetzt hier dieses Q angibt und sagt, ja, wie sieht eigentlich jetzt die Position oder die Orientierung von diesem Objekt im Raum, die durch diese duale Quaternion beschrieben ist, da würde jeder von uns passen. Natürlich komplexe Verarbeitungsvorschriften, aber die sind alle definiert und die kann man einmal implementieren. Natürlich die Multiplikation ist ein bisschen schwieriger, aber das ist keine große Herausforderung oder kein großes Hindernis. So, wir werden in den Übungen hier vertiefende Beispiele sehen, wie man alle Varianten der Repräsentationen von Rotationsmatrizen und Verschiebungsvektoren, also Elemente aus SO3 oder Elemente aus SE3 nutzen kann, wie man von Rotationsmatrizen auf Euler-Winkeln kommt, von Euler-Winkeln auf Quaternionen, von Quaternionen auf Rotationsmatrizen, beziehungsweise wie man auch homogene 4x4-Matrizen einsetzen kann, um diese unterschiedlichen Arten von Transformationen zu beschreiben, beziehungsweise auch die Verkettungen von Transformationen zu beschreiben. Gerade diese homogenen 4x4-Matrizen werden sehr wichtig sein für die Beschreibung der durch die Gelenke eines Roboters, also durch die kinematische Kette von einem Roboter gegebenen Transformationen zwischen den Gelenken, damit wir überhaupt wissen, wo ist die Hand relativ zum ersten Gelenk, also Basiskoordinatensystem eines Roboterarmes ist. Jede Darstellungsart hat spezifische Vor- und Nachteile. Und oft ist es so, dass natürlich die konkrete Anwendung, die Auswahl der jeweiligen Methode hier vorgibt bzw. bestimmt. Damit will ich jetzt diese einfache Einführung in die grundlegenden mathematischen Aspekte, die man braucht in der Robotik, also zur Beschreibung von Robotern, zur Beschreibung von Rotationen und Translationen von Objekten im Raum, abschließen. Wie in jedem Kapitel werden wir die deutschen und englischen Begriffe hier in Form von einer Folie auflegen für die Leute, die englischsprachige Literatur hier lesen. Endeffektor ist immer Tool Center Point, nennt man im Englischen ein Gelenk, Joint. Freiheitsgrad ist Degrees of Freedom und Freedom schreibt man als DOF und nicht DOFs, wie viele Leute schreiben, weil das ist Degrees of Freedom und nicht Degree of Freedoms. Und weitere hier ja, Korrespondenzen zwischen englischen und deutschen Begriffen. Damit will ich jetzt hier dieses Thema behandeln und das nächste Mal mit dem nächsten Kapitel und mit dem nächsten Thema loslegen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend. Danke.